Bitcoin sei eine ansteckende Krankheit, die darauf aufgebaut sei, Trottel anzulocken, um so eine fragile Spekulationsblase aufzubauen. Und diese Blase wird nun platzen. Das hat nicht irgendwer gesagt, sondern Nassim Nicholas Taleb, Professor für Risikoanalyse an der New York University. Dass er das sagt, ist schon etwas wunderlich, galt Taleb doch selbst lange als Bitcoin-Gläubiger. Was steckt aber hinter seinen Aussagen und ist Bitcoin am Ende doch nur ein großes Schneeballsystem? Das erfahrt ihr in diesem Video nach dem Intro. Hey, ich bin Nathanael von Evergreen. Die Finanzgeschichte ist reich an Spekulationsblasen, an großen Hypes, die am Ende doch oft nur in einer großen Depression endeten. Große Versprechen und noch größere Gewinne locken die Menschen und am Ende haben viele ihr Erspartes verzockt. Trifft diese Geschichte demnächst auch auf den Bitcoin oder gar die ganze Welt der Kryptowährungen zu? Angetreten ist der Bitcoin mit einem egalitären Anspruch, eine Währung frei von Staaten für jeder Mann und jede Frau. Doch das ist laut Taleb überhaupt nicht so. Eine Währung frei von Regierungen zu haben, sei zwar weiterhin wünschenswert, der Bitcoin aber sei gar keine echte Währung. Und außerdem ist die Verteilung der Bitcoins extrem ungleich. Wirklich egalitär ist doch am Ende nur hier der Klick auf unseren Abo-Button, denn den kann sich wirklich jeder Mann und jede Frau und jede Person leisten. Und nach deinem Klick widmen wir uns den Thesen von Professor Taleb. Eine These ist, dass der Bitcoin gar keine echte Währung sei, sondern ein Spekulationsobjekt und zudem auch noch einer der zerbrechlichsten Vermögenswerte der Geschichte. Ähnlich zu der Tulpenblase, die Holland im 17. Jahrhundert traf. Hier oben haben wir euch ein Video verlinkt zur Tulpenblase und anderen Spekulationsblasen der Geschichte. Eine Währung abseits von Staaten sei weiterhin eine gute Idee. Doch anders als der Bitcoin müsse so eine Währung als Wertaufbewahrungsmittel attraktiver sein. So viel ist klar, dazu hat ein Blick in den Kursverlauf der letzten Jahre. Ein Wertaufbewahrungsmittel ist der Bitcoin sicherlich nicht. Dafür kann er zu schnell zu viel Geld vernichten. Es kann aber auch stabilere Kryptowährungen geben. Ein Video zu den Stablecoins verlinken wir euch auch in der Infokarte. Ist der Bitcoin jetzt aber eine Blase? Schauen wir uns das mal genauer an. Schaut man sich die Preisbewegungen an, zeigen sich viele Merkmale einer Blase. Der intrinsische Wert, also der dem Bitcoin inneliegende Wert, ist null. Am Ende geht es aber darum, welchen Preis die AnlegerInnen bereit sind dafür zu bezahlen. Bitcoin hat in dem Fall gewisse Ähnlichkeiten mit Gold. Auch dessen Preis kann man nicht fundamental bewerten. Allerdings wird Gold industriell genutzt, in der Elektroindustrie und in der Schmuckverarbeitung. Es gibt also eine gesicherte Basis. Außerdem ist die Volatilität von Gold verglichen mit den Digitalwerten äußerst gering. Hinzu kommen nun steigende Zinsen. Solange das Geld billig war, hat die These der Bitcoin-Jünger, dass jeder Absturz eine Einstiegschance ist, verfangen. Der Kurswechsel in der Geldpolitik wird wahrscheinlich auch zu einem dauerhaften Gegenwind für die Kryptoassets führen. Auch weil AnlegerInnen nicht aus dem Zentralbankgeld geflüchtet sind, weil sie diesem nicht mehr vertrauen. Stattdessen haben Studien gezeigt, dass schlicht auf vermeintliche Kursgewinne spekuliert wurde. Außerdem kam nun die Meldung, dass die Bank von Russland ein vollständiges Verbot von Kryptowährungen fordert und damit auch einen sofortigen Stopp aller Mining-Aktivitäten im Land. Ähnliches hat vor einigen Monaten auch China verlauten lassen. Allerdings sind den Worten bisher keine Taten gefolgt. Ein weiteres Dilemma für den Bitcoin, zumindest auf lange Sicht, kann das Thema Nachhaltigkeit werden. In den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Nachhaltigkeit bei der Geldanlage immer wichtiger wird. Kryptowährungen, insbesondere durch den Mining-Prozess, haben eine sehr schlechte Klimabilanz. Die Cambridge University hat prognostiziert, dass alleine 2021 für die neu entstandenen Bitcoins rund 85 Terawattstunden Energie aufgewendet werden mussten. Zum Vergleich. Der Stromverbrauch von Finnland liegt aktuell bei 84,2 Terawattstunden jährlich. Ein Video zu dem Thema, wie nachhaltig oder besser gesagt, wie nicht nachhaltig Kryptowährungen sind, verlinken wir euch auch oben in der Infokarte. Wenn man ein Video zum Bitcoin macht, dann muss man natürlich auch kurz auf El Salvador eingehen. Jetzt hat sich nämlich auch der Internationale Währungsfonds, kurz IWF, zu Wort gemeldet.
Die Forderung ist eindeutig. Das zentralamerikanische Land soll den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel wieder abschaffen. Aufgabe des IWF ist es, die internationale Stabilität des Finanzsystems aufrechtzuerhalten. Laut dem IWF-Vorstand ist die Verwendung von Bitcoin als Zahlungsmittel mit zu großen Risiken verbunden. Insbesondere für die Finanzstabilität, die finanzielle Integrität, den Verbraucherschutz und die damit verbundenen steuerlichen Verbindlichkeiten. Der Anlass für die Äußerungen waren Gespräche zur wirtschaftlichen Lage, welche die in Washington ansässige UN-Sonderorganisation regelmäßig mit Mitgliedstaaten führt. El Salvador verhandelt seit einiger Zeit mit dem IWF über ein Kreditpaket in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar. Der Bitcoin und auch andere Kryptowährungen zeigen immer stärker Anzeichen einer Blase. Experten sprechen beim Blick auf die Kryptos auch von einem klassischen Boom-and-Bust-Zyklus, einer Spekulationsblase, bei der die Vermögenspreise über einen längeren Zeitraum hinweg enorm ansteigen, nur um dann schlagartig einzubrechen. Und hier sind wir wieder beim eingangs erwähnten Vergleich der Tulpenkrise. Was sagt ihr denn eigentlich zu Bitcoin und Co.? Habt ihr vielleicht selber Kryptos im Portfolio? Schreibt uns gerne eure Meinung in die Kommentare. Und wenn ihr jetzt noch mehr zu der Tulpenkrise wissen wollt, dann haben wir euch hier oben ein Video verlinkt mit den größten Spekulationsblasen der Geschichte. Und gleich darunter findet ihr ein Video, in dem es um den digitalen Euro geht und die Idee der EZB, eine eigene Kryptowährung zu schaffen. Und wenn ihr gar kein Video verpassen wollt, dann findet ihr hier unseren Abo-Button. Abonniert gerne, drückt die Glocke. Bis bald und viele Grüße aus Leipzig.